So, moin moin liebe Leute, es ist schon wieder passiert. Die letzte Folge hat's gecrashed. Ich habe die PlayStation jetzt einmal komplett resettet. Ich habe alles nochmal auf Standard Einstellung zurückgesetzt. Alles runter, alles neu wieder drauf. Ja, es tut mir echt leid. Die Folge ist weg, die letzte. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Corvax Loyalität da verbessert. Wir haben die Sternkarte von Artemis analysiert. Wir sind mit Hilfe der Corvax-Maschinen zu dem Standpunkt gekommen, dass es diese Sterndaten, was er uns geschickt hat, nicht gibt. Haben mit ihm geredet. Haben zum Schluss einen Namen im Rauschen seiner Übertragung feststellen können. Hier unten rechts sieht man es, Apollo. Wir haben mit ihm hier kommuniziert und schließen uns jetzt mit ihm zu einem Team zusammen, um Artemis zu finden. Heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere Basis verbessern. Er hat uns dazu einen Kontakt geschickt. Ey, so eine Scheiße, ey. Das gibt's nicht. Gut. So, wollen wir mal eben gucken, wo sich denn Notfallwarp. Ach so, wir sind noch in der Atmosphäre, oder? Ja. So. Galaxiekarte. Wir müssen zu Nutsubari. Kriegen wir das hin? Ich hoffe, ich weiß nicht wirklich. Aufheben. Wir müssen dorthin springen. Das machen wir jetzt auch direkt. Nee. Nee. Mist. Naja, wir haben jetzt doch ein bisschen was von der Story verpasst. Also ich habe es ja miterlebt, aber ja. So ein Mist, ey. Das ärgert mich jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt nach dem Neuaufsetzen der PS4 wieder ein bisschen besser läuft. Aber ich habe das Gefühl, dass sie bald den Geist aufgibt. Egal. Kriegen wir hin. So, neues System. Neues System. Gut. Apollos Kontaktperson wird dir bei der Erweiterung der Basis helfen. So, wir haben eine neue Raumstation. So, lokalisiert ist sie. Achso, da ist der Eingang. Hat man nicht gesehen. Ja, das, ja. So passiert das bei mir immer. Ist normal. Jetzt alles besser läuft. So, mal gucken. Hallo? Wirklich? Na. Ah. Gut, ja, der sieht natürlich sehr freundlich aus. Kundschafter Amon. Oder Aumon. Ich schätze mal, das heißt Amon. Amen. Ein Reliquie steht dran. Du hättest schon vor einigen Minuten hier sein. Ja, yo. Trotzdem wurde der Preis bezahlt und ich habe die geforderten Upgrades bekommen. Neue Module für deine Basis und Schutz gegen die Elemente. Wo befindet sich deine Basis? Welche Art des Gefahrenschutzes erfüllen deine Bedürfnisse. Kälteschutz. Weisheit reisender Entität. Von deiner vergrößerten Basis aus kannst du alles frei erkunden. Außerdem kannst du von jeder Station aus dorthin zurückkehren. Möge das Licht des Atlas mit dir sein. Cool. Aha.
Upgrade-Module sind bereits gebrauchsfertig und müssen nicht mehr hergestellt werden. Kaufe Upgrades mit den Technologiehändlern, bei den Technologiehändlern in der Raumstation mit Nanib. Jedes Upgrade ist einzigartig. Sieh dich in jeder Raumstation nach seltenen Upgrades um. Jede Schlüsseltechnologie unterstützt 3 Upgrade-Module. Au. So, öffne das Inventar. Start. Installieren. Hab ich. So, zu deiner Basis zurückkehren. Benutze den Raumstation Till. Achso, der war auf der anderen Seite, ne? Ja. Genial. Gut. Nichtsdestotrotz, Scheiße. Naja. Ach ja. Mal nach Hause, bitte. Gut. Bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt einfach weiterzumachen. Och, Mann, ey. Und wenn ich es zeitlich schaffe, kommt im Laufe der Woche auch noch ein neues Let's Play. Ein neues. Ja, ja, ja. Müssen wir hinkriegen. Vielleicht schneide ich diese langen Reisen auch bei den nächsten Folgen einfach mal raus. Mal schauen. Was das noch so gibt. So. Rodcall Omega. Zu Hause. Home sweet home. So, dein neues Zuhause erweitern und mit Personal besetzen. Platziere ein Konstruktionsterminal. Nee, Strukturen sind das nicht. Das muss hier sein. Terminals. Konstruktionsterminal. Das würde ich jetzt erst einmal hier hinsetzen. Am besten so, dass es nicht schwebt. Platzieren. Ach so, ja. Chromatisches Metall und reines Ferrit. Ich schätze mal, wir müssen erst ein bisschen was abbauen hier. Ferritstaub. Joa. So. So, vielleicht erst einmal noch scannen. Gibt ja, glaube ich, auch ein paar Punkte, ne? Ein bisschen Kohle. So. Dioxid gibt es da auch. Das ist cool. Wir brauchen aber erstmal nur Ferritstaub. Beziehungsweise reines Ferrit. Hallo? So. Können wir den schon? Können wir schon. Stimmt, wir haben ja den Minenlaser upgraded. So. Ja, Majid. Reines Ferrit, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, warte mal hier. Ach, genau, wir haben ja, wir können ja. Genau. Mal gucken hier. Wir haben ja ein Lager. Stimmt. Biotreibstoff. Guck mal hier, verdichteter Kohlenstoff. Rein damit. Rein damit. So. Lagerbehälter. Alles klar. So, was kann denn mal da rein? Das können wir von mir aus da reinpacken. Das können wir auch erstmal da reinpacken. Das kommt da rein.
Das. Ich glaube, das können wir auch erstmal da reinpacken, so. Wir wissen ja, wo was wiederfinden, ne? Oh. Mitnehmen. Was brauchen wir dafür? Chromatisches Metall. Okay. Wie stellen wir das nochmal? Ich vergesse immer, wie wir das herstellen. Ich vergesse es immer wieder. So. Kann ich den auch wieder ausstellen? Ich würde ihn gerne. Kann ich nicht. Gut. Dann ist das halt so. Chromatisches Metall. Ausgabe. Nein. So, Eingabe. Nein. Das würde ich doch jetzt gerne wieder. Ach so, Exo-Anzug. Wie war. Ach, Kupfer war das, ne? War das Kupfer? Das war Kupfer. Gut. Ach, wir haben noch ein bisschen Treibstoff. Wir starten das jetzt mal. Ja. So ist es. So ist es. Mitnehmen und hallo? Hallo? Oh, warte mal. Sind meine Decken zu? Ja. Ach, Kacke. Gut. Wollen wir eben gucken. Wir sind. Machen wir denn da? Strukturen? Tür. Nein. Nein. Was? Nein. Wir haben keinen Kohlenstoff mehr. Das ist natürlich. Worst Case. Ah, das gibt es nicht. Andauernd diese Materialknappheit, das macht mich ein wenig fertig. Aber nur ein wenig. So, mal gucken hier. So, ein Bäumchen. Zwei Bäumchen. Was ist das? Nicht der Baum, das da. Natrium. Nitritkristalle? Okay. Ach ja. Ja. Mal genau einmal den Laser abkühlen lassen. So, hier nochmal gucken. Kohlenstoff. Kohlenstoff ist wichtig. So. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Nicht unbedingt so, wie es laufen sollte, aber es läuft. So. Können wir eventuell gleich den Generator da erstmal wegbauen und größeren dahinstellen, der vielleicht auch ein bisschen die Ressourcen, ne, ein bisschen effizienter nutzt. Holzwand. Jo. So, die würde ich gerne da hinstellen. Dann würde ich die gerne da hinstellen. Diese dahin. Und die würde ich gerne über mich. Warte mal. Entfernen. So.
Wie kriege ich das denn da oben? Ja. Das gefällt mir. Das finde ich sehr gut. Wenn sich die Temperatur stabilisiert. So. Rein theoretisch. Wenn es an der Größe lag, müsste es ja jetzt. So, Technologie. Terminals. Es lag an der Höhe, alles klar. Freut mich. Bauen. So. Zum Ansehen der Missionsziele. Option drücken, ja. Kriegen wir hin. Wir haben einen Stein gescannt. Ich bin begeistert. So. Dein neues Zuhause erweitern und mit Personal besetzen. Baue Terminals für Spezialforscher. Suche Rekruten in Raumstationen. Kriegen wir hin. So. Ah, ich würde hier jetzt gerne überall. Weißt du was? Wir erweitern das hier erstmal ein bisschen alles. Strukturen. Einfach Holz. Holzwand. Löschen. Nee, warte. So. Bodenplatte. Hätte ich jetzt doch gerne. Da. Geht das? Das geht. Gut. Oh, hier mal ein bisschen erweitern. Aha. So, warum geht das nicht? Wir haben, ja, Glas. Genau, da war was. Ach ja, nee, es ist unglaublich. So, rein damit. Und schnell. Schnell, schnell, schnell. Genau, bevor Strom weg ist. Silikatpulver. Nehmen wir einfach mal alles mit. So. Mal gucken. Mitnehmen. Silikatpulver. Ach da. Puh, dachte schon. Junge, Junge, Junge. So, Treibstoff müsste reichen. Was? Warum nur 5? Nee, das ist aber nicht nur ein Glas, oder? Fünf Glas, okay. Puh, gut. Würde ich sagen. Warte mal. Hier brauchen wir sowieso erstmal keine Fenster. Bauen wir da ein Fenster hin? Hä? So. So. Und hier kommen einfach erstmal nur normale Holzwände hin. Wir haben keinen Kohlenstoff mehr. Es ist unglaublich. Es ist immer das Gleiche. Nein, 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 nein. Ach ja. Ich denke, ich werde diese Folge erstmal nur 20 Minuten lang machen. Ach Quatsch, nein. Wir machen einfach bis fertig. So. So. Ja, Kohlenstoff wichtig. Ach ja, wir haben ja den erweiterten Wärmeschutz, ne? Das ist, oder Kälteschutz. So, warte mal. Weg damit. Weg damit. Gut. Das nehmen wir noch mit. Auch noch. So. Läuft.
Silikatpulver. Jo. Alles klar. Nehmen wir mit. Können wir gebrauchen für unser wunderschönes Glas. So. Wieder ab nach Hause. Nee. Also ich würde hier jetzt überall nochmal so eine Etage draufsetzen, weil ich weiß nicht, wie groß das alles noch werden kann, werden soll, werden wird. So. Das ist egal. Wir haben da zwei Fenster. Das ist gut. Oh, weißt du was? Machen wir anders. Machen wir. Ja, yeah, da war ja was. So, knallen da einen hin. Und da. So. Kann das auch weg. Und das kann weg. Das kann dann auch weg. So. Warte mal, guck mal, wir machen hier oben nochmal so ein... Oberlicht rein. Was? Ach so, das da oben war. Gut. Ja. Ich habe nichts gesagt. So. Und... So. Das war jetzt natürlich Kacke. Weg damit. Und das ist natürlich cool, dass wir den Kohlenstoff komplett wieder kriegen. Das gefällt mir sehr. Sehr. Gut. Weg damit. So. Und so. Glasdach, ja. Wollen wir mal eben gucken hier. Reicht das? Es reicht, das ist wunderbar. Kriegen wir nur vier, aber wir können ja zumindest ein oder zwei neue Dächer hier draufsetzen. So. Können wir den erstmal umstellen. Das kann da von mir aus erstmal stehen bleiben. Genau, den stellen wir erstmal dahin. Der braucht ja auch nicht so viel Platz. So, fertig. Mitnehmen. So. So, die können wir jetzt mal wieder... Warte mal. Technologie. Tragbar. Nein. Tragbar. Dafür. Holz. Wird erstmal reichen. So, da eins hin. Da kommt eins hin. Und da. Und da. Und den Rest machen wir so. Hat jetzt alles ein Dach und ist geschützt? Ja, ne? Gut. So. Ja, yeah, das machen wir später alles einmal. Lager haben wir nur den großen. Terminals. Da haben wir nur das, das haben wir schon. Strom. Braucht diese Maschinerie Strom? Okay, wir können mit dieser Maschine anscheinend nichts anfangen. Gut. Das gefällt mir tatsächlich noch nicht. Kann ich das wieder abbauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Energie, das ist ein groß... Ne, das ist auch der kleine. Verkabelung und Schalter. Ah, hahaha. Ahahaha. So.
Ach, keine Ahnung. Später mal gucken. So. Wollen wir uns hier jetzt nochmal eben einen netten Menschen, Alien, wie auch immer, suchen. Der weiß, wie der Hase läuft. Mit dieser Maschinerie. Warte mal, noch ein Stückchen weiter. Vom Planeten weg. Sonst bekommt der Impulsantrieb wieder Probleme. So. Alles klar, so müsste das funktionieren. Boom. So, und dann müssen wir in der nächsten Folge eventuell auch einmal wieder die ganzen Antriebe aufladen. Weltraumobjekt entdeckt. Was? Wer bist du denn? Physiker Nameshman. Ja, der Händler gestikuliert fröhlich. Er ist erfreut, einem Raumfahrerkollegen zu begegnen. Aha. Mal gucken, habe ich was zum Verkaufen? Nein. Habe ich nicht. Auf. Ey. Ach da. Auf Wiedersehen, mein Guter. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Oh, was zur. Alles klar. Werden wir jetzt angegriffen? Ich hoffe nicht. Gut. Einmal aussteigen, bitte. So. Nicht der weitere Besetzer, dann hast du zu Hause mit Personal gerade. Was? Bordterminals für spezielle Routen in Raumstationen. Okay. Gut, kriegen wir hin. Ach so. Ja. Ja, toll. Naja, dann haben wir wenigstens einen, der da die Stellung hält, wenn wir mal wieder unterwegs sind. Huch. Was war das? Ah! Na toll, haben wir wieder Navigationsdaten entdeckt. Die können wir auch wieder verkaufen. Dach, mein Kleiner. Untergebener, das hört sich gut an. Dich nehme ich. Bist du es wirklich? Verzeih mir, aber ich suche dich schon so lange. Ich habe den Auftrag, dir in diesem und jedem anderen Kreislauf zu helfen. Aber keine Angst, ich wurde für meine Dienste schon vor langer Zeit bezahlt. Es ist also alles astrein. Sehr cool. Während der Fremde spricht, nehme ich plötzlich einen Geruch wahr. Ein Pheromon infiziert mein Gehirn und schenkt mir Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war. Und an Dinge, die ich nie getan habe. An mich selbst, wie ich in einen Spiegel schaue, alt und allein. An einen Gig, der seine gefallenen Brüder hält. An ein Geschäft, das erst in vielen Jahren abgeschlossen wird. An einen Vertrag. Die Vision endet und der Aufseher ist immer noch da. Okay, der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern, um weitere Arbeiter rekrutieren zu können. Er benötigt ein Konstruktionsterminal, um anfangen zu können. Einstellen, wir haben ein Terminal, das passt. So, ich werde an meinem Platz sein, ehe du dich versiehst. Bis bald, mein Freund. Alles klar, mein Guter. Hau rein. So. Alles klar. So, wir fliegen jetzt nochmal eben nach Hause. Gucken, ob er schon an seinem Arbeitsplatz ist. Sonst wird der Lohn gestrichen. Und dann... warte mal, wo war das denn jetzt? Oh, Gold ist gut. Hä? Da. Ach Gott, bin ich
echt doof da unten. Ah. Alles gut. Alles gut. So, wir sind gleich zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause, Hause, Hause. So. Mal gucken. Meine Basis. Vielleicht sollten wir noch so einen Landepunkt irgendwo bauen, herstellen, wie auch immer. So, ich würde mich jetzt einfach mal hier hinpflanzen. Suche den Aufseher in seiner neuen Station. So, ja, es wird ja langsam was, ne? Das da können wir noch ein bisschen... So, dies, das. Untergebener Ularandu. So, du musst noch so viel lernen, so viel sehen. Und dieser Ort wird uns in der Unendlichkeit als Zuhause dienen. Okay, nimm dieses Glas und lass das Sternlicht unser fröhliches Zuhause erleuchten. Neues Produktrezept gelernt, Glas. Das Pflanzen in gefrorenen Welten X3. Oh, das ist natürlich cool. Okay. Darf ich mich wieder bewegen? Darf ich nicht? Doch, jetzt nein. Hm. Am Ende dringt alles durch Glas hindurch, aber dafür ist genug Zeit. Es gibt andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wenn du chromatisches Metall sammelst, kann ich damit ein Wissenschaftsterminal für eine Korvax-Entität kalibrieren. Mein Volk hat den Korvax großes Leid zugefügt, bla bla bla. Akzeptieren. Okay, gut. Haben wir nicht schon ein bisschen chromatisches Metall? Hm. Mal gucken, wie viel brauchst du denn? Entschuldigen? Was? Okay, gut. Ja, Leute. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Und sagen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.